Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. If I say something now, I will be in trouble, you know. Dennis Undav macht nach dem 2:2 des VfB Stuttgart bei Bayer Leverkusen den José Mourinho und äußert sich lieber nicht, bevor er in Trouble kommt. Aber dafür habe ich ja den Philipp Meisel da, denn der war auch vor Ort am Samstagabend und kann uns sicher erzählen, was Dennis Undav möglicherweise gemeint haben könnte. Philipp, ich grüße dich. Ich grüße zurück, ich grüße euch da draußen und ja, auch Tage später weiß ich ehrlich gesagt noch nicht so genau, ob ich es nicht besser auch so machen sollte wie Dennis Undav und nichts sagen. Aber ihr seht schon, wenn ich Tage später, wenn jeder VfBler, jeder, der das Wappen da auf der Brust hatte, ob Dennis Undav, Sebastian Hoeneß, Fabian Wohlgemuth, wenn alle Probleme haben mit diesem Spiel beziehungsweise seiner Einordnung hinsichtlich des Schiedsrichterteams, dann ist da halt was gehörig falsch gelaufen. Es kann eigentlich nicht sein, dass du so ein Spiel hast mit so einem Rahmen, das sportlich so hochklassig ist, und am Ende redet alles über das unparteiische Team ganz vorne dran, Felix Zweier, dann ist da irgendwas nicht gut gelaufen. Und jetzt versuchen wir es halt in möglichst gebotener kurzen Objektivität hier aufzuarbeiten. Ich glaube, das ist nämlich das Problem, das viele haben, viele Fans, die da sehr emotional dabei sind, wir, die da versuchen, mit der gebotenen Neutralität ranzugehen. Ich habe mir ganz kurz überlegt, ob wir nicht einfach den Spielrückblick komplett nur aufs Sportliche fokussieren. Einfach nur über das reden, was auf dem Platz passiert ist, ohne unparteiischen Gespann. Ja. Das Problem ist, du kannst es halt in seiner Gänze nicht machen, weil es halt nun mal Thema war, nicht nur eben bei Dennis Undav am Anfang, auch bei Sebastian Hoeneß, auch bei Fabian Wohlgemuth. Und es ist halt leider nicht so einfach. Philipp, du warst vor Ort. Generell, wie war die Stimmung? Wie hat Leverkusen Party gemacht? Wie ist der VfB das angegangen? Wie war dein genereller Eindruck von diesem Samstagabend? Also ich weiß nicht, wer unsere Insta-Story am Spieltag verfolgt hat, aber dann hat er, dann habt ihr Videos gesehen von mir, wo ich versucht habe, vor Anpfiff ein paar Takte zum Spiel zu sagen und hat mich quasi nicht verstanden. Also ich gehe schon ein paar Jahre nach Leverkusen, sowohl früher noch als Fan, als auch eben jetzt als Reporter, und so laut war es da noch nie. So voll war es da auch noch nie. Ja, also die haben, du merkst schon, dass sie deutsche Meister sind und dass sie das natürlich entsprechend feiern, und das dürfen sie auch. Ne? Sie haben sich sportlich dafür legitimiert, das ist in Ordnung. Ja, was ich besonders fand, war die Phase nach dem 0-2. Weil in all diesen Jahren oder in vielen dieser Jahren, wo ich dort war, und es kam selten vor, dass der VfB dann mal auswärts 2-0 geführt hat, ich glaube sogar ein einziges Mal nur. Und da gab es halt kein Aufbäumen. Da gab es keine 25.000, 30.000, die nichts mehr auf den Sitzen gehalten hat, die eine Wucht entwickelt haben in dieser Schüssel, die ich so dort einfach noch nicht erlebt habe. Und das hat auch die Mannschaft gespürt, das hat der Trainer gespürt, er hat es auch nachher zum Thema gemacht, im Teil seiner Pressekonferenz, mit welcher Intensität man da plötzlich zu kämpfen hatte, obwohl man 2-0 vorne lag. Und dann fällt halt der schnelle Anschlusstreffer. Leverkusen hat dann auch ja natürlich diese Erfahrungswerte dieser Saison, wo sie ja schon öfters ab der 80. Minute die Crunch-Time-Schwaben gemacht haben, wie wir sie früher genannt haben. Ja, nämlich da plötzlich noch in der Lage sind, aufzudrehen, Tore zu machen. Und dann kommt halt der tragische Moment dieser Nachspielzeit sozusagen, die sich Hoeneß selbst eingebrockt hat, weil er eben Kalle Stenzel eingewechselt hat. Dieser Wechsel hat zur Verlängerung geführt. Und Stenzel war dann auch derjenige, der ein völlig unnötiges Foul gezogen hat, weswegen es den Freistoß gab, der dann schlussendlich den Treffer brachte und. Also alles drin, ne, was man so rund um ein Fußballspiel haben könnte, komprimiert in 45 Minuten. In den ersten 45 waren schwach, oder was heißt nicht, schwach waren sie nicht, sie waren taktisch geprägt, sie waren von der Klasse her nicht der Ausgangslage angemessen. Ja, man hat ja, wenn man Topspiel erwartet, will man auch Topspiel haben von der ersten Minute an, das war nicht ganz so. Ab Wiederanpfiff ging es richtig zur Sache und es war einen großen Spaß gemacht, das mitzuerleben, auch wenn das Ende für den VfB natürlich mehr als bitter ist. Ich würde sagen, du hast das Spiel gerade schon mal ganz gut nachgezeichnet. Hör mal an der Stelle einfach mal rein, wie Sebastian Hoeneß diese 90 Minuten plus unter Bayernkreuz erlebt hat. Bitte. In der ersten Halbzeit
war Leverkusen, glaube ich, näher dran, rein von den Chancen in 1-0 in Führung zu gehen. Wir haben auch eine Riesenchance durch Sirou, glaube ich, wo er frei zum Kopfball kommt. Aber es gefühlt war Leverkusen noch einen Tick näher, geht 0-0. In der Halbzeitpause, in der zweiten Halbzeit, glaube ich, ist es andersrum. Zumindest sagt das mein Gefühl. Wir gehen in Führung, machen es 2-0 und haben dann, glaube ich, eine sehr, sehr gute Chance, eventuell sogar das 3-0 zu machen. Bei Leverkusen weiß man nie, aber vielleicht wäre das dann tatsächlich heute mal der entscheidende Wirkungstreffer gewesen, die Vorentscheidung gewesen, machen wir nicht. Dann kommt Leverkusen zurück in der Phase oder macht den Anschlusstreffer in der Phase, wo nicht so viel drin war, wo die Energie nicht so da war, aber das ist auch ihre Stärke, muss man einfach sagen, aus nichts war es jetzt nicht, aber aus wenig dann viel zu machen, und dann war es natürlich brutal aus unserer Sicht mit den Zuschauern da zu widerstehen. Und dann hat man auch mit Alex einen sehr guten Torhüter, der zwei unglaubliche Saves, glaube ich, hat, wo es dann 2-2 stehen kann. Und dann haben wir uns wieder so ein bisschen freigeschwommen. Und dann, glaube ich, haben wir auch nochmal zwei richtig gute Möglichkeiten, das 3-1 zu machen. Machen wir nicht. Und dann kriegen wir in der Nachspielzeit kriegen wir dann das 2-2, was aus unserer Sicht sehr, sehr bitter ist. Ich habe jetzt draußen genug in den Interviews gesagt, ich will es jetzt nicht wiederholen. Ich bin nicht einverstanden mit dem zweiten Tor. Ich bin auch nicht einverstanden mit der Schiedsrichterleistung. Ich glaube, wir haben sehr, sehr gute Spielerleistungen heute gesehen, aber keine gute Schiedsrichterleistung. Aber dabei möchte ich es dann auch jetzt belassen. Ich habe genug dazu gesagt. Dankeschön. Soweit also Sebastian Hoeneß nach dem Spiel in Leverkusen. Und dieses Spiel hat so viele Facetten, über die man sprechen könnte. Ich würde vor allem erstens auf die Mentalität des VfB eingehen wollen, der sich nicht zum ersten Mal als Partycrasher qualifiziert hat. Also das hat er in Dortmund gemacht, beim 1-0 dann sogar ganz erfolgreich mit 3 Punkten. Er hat es aber in meinen Augen auch sehr, sehr erfolgreich gemacht in Leverkusen. Ich glaube, viele da draußen gehen mit. Wenn man euch uns vor Anpfiff ein 2-2 angeboten hätte, hätten sehr viele unterschrieben, glaube ich. Und aufgrund des Spielfilms, wie er dann halt eben zustande gekommen ist, ist man da natürlich ein bisschen angesäuert. Ich finde, der VfB hat eines seiner besten Saisonspiele gemacht, auch wieder aufgrund dieser taktischen Klugheit, die da war. Also wie wir es in der vergangenen Woche angekündigt haben, der VfB wird nicht zweimal hintereinander eine unterdurchschnittliche Leistung bieten. Wir hatten das Spiel in Bremen, da gab es einiges zu bekritteln. Und es zieht sich wie ein roter Faden durch die Saison. Der VfB verbockt es nicht zweimal hintereinander, so, sondern er ist auch am Samstag sehr seriös aufgetreten, hat gewusst, worauf er sich einzustellen hat, ist auch gut damit umgegangen mit den Sperren auf beiden Seiten, Chaka Leverkusen, Stiller beim VfB, und hat dann eben nach der Pause diese Nadelstiche gesetzt, die dann noch zu Erfolgen geführt haben. 2-0 geführt. Ich weiß nicht, wie du siehst, Philipp, Knackpunktmoment, Gerassi, der in der 60. vielleicht das 3-0 machen muss, und Adli, der dann 2 Minuten später den Anschlusstreffer erzielt. Ist das so ein Moment gewesen, wo dann vielleicht allen klar war, naja, jetzt könnte es dann doch so laufen wie immer bei Leverkusen in dieser Saison? Ja, ist ja quasi sogar der direkte Gegenangriff gewesen, wenn man so möchte. Also ich glaube, Serou, Gerassi hatte in dem Spiel, glaube ich, 4 Hochkaräter. Davon 2 mit einem 3 sogar mit einem relativ hohen XG-Wert, und 2 von den 4 macht er normal. Also nachts um 3, wenn du ihn anrufst, halb angesoffen, hey Serou, komm mal runter, mach mal 2, dann macht er die halt. Ja, so, und insofern, dass der VfB dieses Spiel 2-2 spielt, hat er sich in allererster Linie selbst zuzuschreiben. Ja, und ich habe letzte Woche ja gesagt, man muss, oder Vorwoche, und ich sage es eigentlich immer, wenn es um solche Themen geht, man muss es schaffen, sich von der Leistung der Unparteiischen unabhängig zu machen. Man muss das Spiel selber zumachen, dann kann der pfeifen, was er will. Ja, dazu stehe ich weiterhin, das ist so, es wird sich auch nie ändern. Aber ein Schiedsrichter, der seit Jahren nachweislich diese Spiele bekommt, diese Spiele auf der größten deutschen Bühne, wieder und wieder und wieder, und der wieder und wieder und wieder nachweist, dass er nicht in der Lage ist, diese Spiele zu leiten. Und er soll sie nicht beeinflussen, sondern er soll sie leiten. Im Idealfall redet kein Mensch nachher, einfach weißt du eigentlich gar nicht, wer gepfiffen hat. Das ist ideal, ja. Aber das schafft der Herr Zweier halt nicht. Weil er A, Situationen nicht bewerten kann oder nicht gut genug, nicht sauber, nicht eindeutig. Und B, weil er halt einfach gerne hat, dass es auch um ihn geht auf dem Platz. Und das ist nicht seine Aufgabe.
Und diese Thematik, die stellt sich halt immer und immer wieder. Und dann kommt noch dazu, dass du halt diese Situation dann in der Nachspielzeit hast, wie die, glaube ich, also 9,5 von 10 Schiedsrichtern anders bewertet hätten, als es Felix Zweier getan hat. Vermutlich hast du recht. Ich würde es aufdröseln in 2 oder sogar 3 Aspekte. Das erste vorweg, genau wie du gesagt hast, der VfB hätte das Ding auch selbst regeln können. Ja, wir reden nicht nur von der Guirassy-Szene in der 60., sondern auch, glaube ich, in der 87., wenn das 3-1 ja, wird, ist wahrscheinlich der Deckel. Und der Freistoß, okay, und das, also, Foul und das ganze Zeug, ja, logisch. Genau, also das ist mal das eine. Der VfB hätte auch, genau, in Form von Pascal Stenzel diesen Freistoß nicht sich selbst holen müssen, ja, dass es da diese Szene für Leverkusen noch gibt in der Nachspielzeit. Das heißt, das Sportliche und das der VfB durchaus in der eigenen Hand hatte, hier für 3 Punkte zu sorgen, das bleibt dem Ganzen unbenommen. So, das ist Punkt 1. Punkt 2, und das ist natürlich auch immer wichtig zu erwähnen, was wir hier auch rund um Felix Zweier diskutieren, richtet sich nicht gegen die Person, nein, sondern gegen die Leistung auf dem Platz. Das ist immer wieder wichtig zu erwähnen, weil genau, weil sonst kann dir dann auch immer wieder was draus gedreht werden, nach dem Motto, du greifst da einen Person, einen Menschen an. Mitnichten. Ich kenne die Person, es steht mir gar nicht zu, den anzugreifen. So, ich mein, ich habe damit nichts zu melden, nichts am Hut. Ich sehe nur das, was er einfach auf dem Platz abliefert. Leistung, die bewerte ich. Und diese Leistung, die ist nicht dem Spiel und seiner Bedeutung angemessen. Ich meine, ich möchte auch an der Stelle sagen, natürlich kriegen auch wir jede Woche nach jeder Folge irgendwie unsere Post und klar, wir wissen dann auch, dass sich das im Normalfall nicht gegen uns als Mensch, als Person richtet, sondern eben gegen unsere Leistung, die auch wir jede Woche vielleicht mal bringen oder weniger bringen. Ja. So, das ist wichtig voranzustellen. Und jetzt geht's um die Geschichte, die du jetzt, glaube ich, auch schon ein paar Mal angerissen hast, Zweier und die Topspiele. Und das ist was, glaube ich, vielen das größte Bauchkrummeln bereitet. Er ist die Nummer 1 beim DFB. Er ist der EM-Schiedsrichter, er ist der Vorzeigeschiri, den der Verband zur Europameisterschaft entsendet, ja, noch vor einem Daniel Siebert, der noch als Zweiter zur EM mitgeht. Dennis Aitekin hat schon vor langer Zeit gesagt, er macht die internationalen Spiele nicht mehr mit, er möchte mehr Zeit mit seiner Familie verbringen, ist ja sein Recht, das so zu behaupten. Ein Felix Brüch hat die Altersgrenze überschritten und hat außerdem noch Kreuzbandriss aus dem Frankfurt-Spiel. Und das ist was sozusagen, glaube ich, vielen ganz viele Fragezeichen im Kopf entstehen lässt. Wieso ist er eigentlich die Nummer 1? Und da möchte ich jetzt gar nicht unbedingt auf die ganze Vorgeschichte hineingehen. Das spielt dann auch noch vielleicht für den einen oder anderen Fan mit rein. Mir geht es einfach darum, dass es schon fast schon pathologisch ist, dass nach 2er-Topspielen in der Bundesliga über 2er gesprochen wird und nicht über das Spiel. Und das tut mir so leid, weil dieses Spiel hätte es so verdient gehabt, dass man nur über die sportliche Sache spricht. Das war jetzt das 3. geile Spiel zwischen dem VfB und Leverkusen in einer Spielzeit. Und wir reden über andere Dinge und wollten aber eigentlich über den Sport reden. Und jetzt, und dann schließe ich meinen kleinen Monolog, genau auf dieses Spiel bezogen. Meine Ansicht ist sogar, du hast gerade, glaube ich, gesagt, 9,5 von 10 nehmen das 2-2 zurück. Ich werfe Herrn Zweier noch nicht mal vor, dass er dieses 2-2 am Ende gegeben hat. Weil wenn man beispielsweise dann andere Maßstäbe anlegen würde, könnte man sagen, wenn er das 2-2 zurückpfeift, hat er möglicherweise auch ein Argument, Dennis Undav das 2-0 zurückzunehmen. Der Robert Andrich ein bisschen runterzieht, wo sich Andrich überhaupt nicht beschwert hat in der Szene, aber trotzdem. Mir geht's gar nicht um die Szene zum 2-2. Ich weiß, dass sich vieles dran aufhängt, weil es die letzte Situation war, weil da der VfB 2 Punkte hat liegen lassen und weil es den einen oder anderen kritischen Moment gab, wo man das Tor zurücknehmen kann. Aber mit Wohlwollen würde ich sagen, okay, wenn du das 2-0 Undav durchgehen lässt, dann lass halt hier das 2-2 durchgehen. Mir geht's um was anderes. Mir geht's um die komplette Attitüde der Spielleitung. Mir geht's darum, Situationen, aller Weltsituationen in einem Spiel nicht einordnen zu können. Immer mit diesem salomonischen, dann gebe ich halt beiden gelb durchzukommen. Ja, was die für mich sinnloseste Szene war, als es für die beiden Trainer gelb gab. Mein Gott, da wird's mal ein bisschen... Tolles Bild auch, wie sie beide angucken und beide, du siehst in beiden Blicken so, are you serious? Are you fucking serious? Ja, ist das dein Ernst, Dicker? Und das gab's ein paar Mal in diesem Spiel, dass es Situationen gab, die er nicht bewerten konnte oder wollte, sondern dann so quasi salomonisch sagt, naja gut, dann gebe ich halt beiden gelb. Aber das ist einfach falsch. Kosonou, Undav. Undav wird gezogen, fällt hin, steht auf, wird umgeschubst und kriegt dafür gelb. So. Und der Leverkusener Spieler natürlich auch, aber also, ich denkst du, nee.
Und das ist das, wenn sich sowas dann halt über 90 plus 5 durchzieht, dann entsteht eben bei den Teams oder all dem jetzt beim VfB dann einfach auch dieses Unbehagen die ganze Zeit über, das dann in dieser letzten Szene kulminiert. Aber das ist sozusagen mir ganz wichtig zu betonen, diese letzte Szene, die war fast einfach noch, wie hat der Marc von Bommel gesagt, die Sahne auf den Keks. Das war dann am Ende schon fast folgerichtig. Aber es geht darum, dass sozusagen in 90 Minuten das Ganze so aufgebaut wurde, dass du einfach gemerkt hast, da steht jemand, der hat keine Kontrolle über dieses Spiel. Der ist nicht souverän, der tut sich schwer damit, klare Entscheidungen zu treffen und gibt dann halt stattdessen immer beiden gelb. Der nimmt auch diese Intensität nicht an, die dann beispielsweise in so einem Topspiel entsteht. Also ich gebe dir Brief und Siegel, wenn ein Dennis Aitken dieses Spiel pfeift und der sieht dann an der Seitenlinie, geht's ein bisschen ab zwischen Alonso und Hoeneß, die beide hot als wie sonst was sind in diesem Spiel, dann geht der kurz hin mit seinen 2 Metern, tätschelt beiden auf die Schulter und sagt, jetzt beruhigt euch mal, und dann geht's weiter. Herr Zweier geht raus und muss beiden die gelbe Karte geben, was ich für völlig sinnlos halte, weil natürlich ist in so einem Spiel Emotionalität dabei. Und die ganzen sportlichen Geschichten, du hast gerade angesprochen, beispielsweise die UNDAF-Szene, das spricht halt dafür, dass jemand für dieses Spiel eingeteilt wird, der sich A, möglicherweise der Größe des Spiels nicht bewusst ist und dieser Größe nicht anpassen kann. Das ist das, was Fabian Wohlgemuth, glaube ich, sinngemäß gesagt hat, als er gemeint hat, dieses Spiel hätte eine angemessene Spielleitung verdient. Spielleitung auf Augenhöhe, ja. Ja, genau. Und dann eben das alles kulminierend in der Tatsache, dass dann dieses 2-2 fällt. Und wie gesagt, wir hatten schon den späten Ausgleich vom VfB in Heidenheim. Da hat der VfB auch eine Minute nach Ablauf der angezeigten Spielzeit noch das Tor geschossen. Das ist auch mir da fast übrigens schon, Herr Zweier am Start, ne? Ja. Ja. Und das ist halt aber was, wo ich halt sage, das war nur die Kulmination all dessen, was sich vorher in 90 Minuten aufgebaut hat. Und dass dann hinterher alle unzufrieden sind, nach so einem geilen Spiel von beiden Seiten, das ist halt das Ärgerliche, weil unterm Strich, rein sportlich, geht das 2-2 in Ordnung. Der VfB war gut, Leverkusen war gut, Alexander Nübel hat mit, wie hat, glaube ich, Lothar Matthäus gesagt, super Weltklasse-Paraden den VfB im Spiel gehalten. Das 2-2 für Leverkusen hätte auch schon deutlich früher fallen können. Gar keine Frage. Am Ende geht das 2-2 als Ergebnis in Ordnung. Und in der Tabelle tut der Punktverlust dem VfB auch gar nicht weh. Ein Punkt ist in Ordnung und du stehst weiterhin auf Platz 3 und du hast sogar einen Punkt auf Dortmund ausgebaut. Alles gut. Es geht um dieses Grundgefühl und dieses Unbehagen, was sich nach so einem Spiel einstellt. Und das ist einfach ärgerlich. So. Das ist richtig. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Lass uns mal kurz hören, was Felix mitgebracht hat. Der Main VfB Abschlussbericht. Hier gibt's die Zahlen zum Spiel. Wieder in Leverkusen, wieder Last Minute, wieder gegen den VfB. Am Ende ein 2-2 im absoluten Topspiel der Bundesliga. Es war das erst 4. Unentschieden der Schwaben und dabei das allererste in einem Auswärtsspiel in dieser Saison. Damit bleibt der VfB auch ungeschlagen in Topspielen am Samstag um 18.30 Uhr, wenn es auch bisher eine reine Siegesserie war. Leverkusen bleibt weiter ungeschlagen. Eine Rekordmarke hat der VfB trotzdem verhindert. Die Bayer 11 kann nun nicht mehr den Bundesliga-Punkterekord aus der Bayern-Saison 2012-2013 von 91 Zählern knacken. Chris Führig traf in allen 3 Spielen gegen Bayer. Der 18. Saisontreffer von Dennis Undav macht ihn zum besten deutschen Torschützen in der Bundesliga. So viele Treffer gelangen zuletzt Timo Werner 2019-2020. Erstmalig haben 2 Spieler in einer Bundesliga-Saison mindestens 18 Tore auf dem Konto beim VfB. Das Trio Gerassi, Undav und Führig traf zusammen nun schon 51 Mal, auch das neuer Rekord. Zweimal mehr als das magische Dreieck 1996-97. Ab in die Bundesliga-Daten. Expected Goals 1,31 Leverkusen, 1,76 Stuttgart. Torschüsse 6-4. Der VfB hatte sogar in Leverkusen mehr Ballbesitz, 46-54%. 488 Pässe von Bayer 04, die 5 meisten unter den VfB-Gegnern. 510 Pässe beim VfB, die 6 wenigsten in der Saison. Das mit 79% Passquote beim deutschen Meister, 85% beim Tabellendritten, der 4. schlechteste Wert der Saison. Wieder liefen beide Mannschaften gleich viel, je 116,3 Kilometer. Knapp war es wie immer bei den Sprints, 262 bei Leverkusen, der 5. höchste Wert, 256 bei Stuttgart, der 4. höchste Wert in den 31 Spieltagen. Zweikämpfe gab es wenige, 72 gewonnene bei Bayer waren die geteilt wenigsten unter den VfB-Gegnern, 69 beim VfB waren die 2. wenigsten der Saison. Ein Rekord gab es bei den begangenen Fouls, 10 bei Leverkusen und ganze 19 bei Stuttgart, Höchstwert der Schwaben. Rechnet man die
die X-Goals-Werte beider Bundesligaspiele gegen die Werkself zusammen, kommt man auf 4,67 beim VfB Stuttgart und 3,55 bei Bayer 04 Leverkusen. Die Schwaben hätten sich wohl so sehr einen Sieg gegen die Ungeschlagenen verdient wie keine andere Mannschaft in Deutschland. Der VfB lag in den drei Spielen lediglich nur 4 Minuten in Rückstand ab dem 3:2 im Pokal in der 90. Minute. Nur Stuttgart und Dortmund blieben in der Liga gegen Leverkusen ungeschlagen. 64 Punkte nach 31 Spielen bleibt natürlich die beste Saison des VfB Stuttgart aller Zeiten. Vielen Dank, Felix. Der übrigens seines Zeichens sich in der Qualität seines Einspielers dem, was auf dem Platz passiert ist, angepasst hat. Champions League reif wie immer. Danke dafür. Philipp, was hast du noch zu sagen zum Spiel? Es gibt, glaube ich, noch die eine oder andere Silbe, die Alex Nübel verdient hat nach der Partie. Auf den würde ich schon gern Schlaglicht setzen wollen, legen wollen, richten wollen. Also, das war eine herausragende Performance. Seine Paraden hat jeder gesehen. Da waren 3, 4 dabei, die musst du nicht halten oder vereiteln. Gehalten hat er sie ja schlussendlich nicht. Er hat sie halt ums Tor, übers Tor, sonst wie gelenkt abgewehrt, die Schussversuche oder Torerzielungsversuche von Leverkusen. Also was mir am meisten dabei gefällt, ist gar nicht die Performance, sondern die Reaktion auf die Performances davor, die ja hier und da diskussionswürdig waren. Haben wir auch drüber gesprochen, Fehler Heidenheim beispielsweise. Sich dann so hinzustellen und vor dieser Kulisse, in diesem Rahmen so ein Spiel zu bringen und danach konsequent beim Wir zu bleiben. Ja, als wir ihn nach dem Spiel in der Mixzone hatten, hat er keinen Pieps, also auch als wir ihn direkt davon also ihm quasi den roten Teppich ausgerollt haben, sich selbst irgendwie zu loben, nein. Er ist konsequent beim Wir geblieben, fand ich sehr sympathisch und auch schon gleich den Blick nach vorne richtend auf das Spiel, über das wir nachher noch sprechen, ja, gegen seinen eigentlichen Arbeitgeber, ja. Das ist schon alles in allem eine Leistung zum den Hut davor ziehen gewesen. Ich habe in unserer Einzelkritik, die ihr ja kennt, wo wir die Spieler bewerten mit einer detaillierten 3, 4 Sätzen und eben einer Note, habe ich ihm eine 1 gegeben. Ich bin geschwankt zwischen 1,5 und 1 und trotz dessen, dass er eigentlich bei beiden Toren, dass er 2 Tore bekommen hat, habe ich ihm trotzdem die 1 gegeben, weil er einfach die Leistung herausragend. Weltklasse. Ich würde sie Weltklasse, zumindest in situativ Weltklasse, wie Lothar Matthäus kann ich leider nicht ausdrücken. Mir fehlt das fränkische Idiom dazu. Aber das war schon herausragend und ich hoffe, er kann noch 3-mal so eine Performance nachlegen bis zum Saisonende, denn dann kriegen wir noch schön was zu sehen, wir alle. Das ist der eine Punkt, glaube ich, auf den es unbedingt noch zu achten gäbe, dass das wirklich Alex Nübel phänomenal, diese eine Parade. Also wenn es ein Pendant zum Tor des Monats oder Tor des Jahres gibt, dann wäre diese eine Parade in der zweiten Hälfte absolut die Parade des Jahres für mich, auch aus VfB-Sicht. Ich glaube, das ist es jetzt schon. Also wie da sein linker Arm nochmal hochgeht bei der einen Szene, das ist einfach phänomenal. Ja, quasi im Sitzen, ja, so, ja, ist schon, ja, war schon gut. Und der andere Punkt, auf den ich noch eingehen würde, und dann haben wir, glaube ich, einen Haken an das Spiel gemacht, ist, ich würde gerne nochmal erwähnen, warum denn der VfB in dieser Saison so steht, wie er steht, nämlich auf Platz 3 und auf Champions League Kurs und warum diese Mannschaft im Vergleich zu den Jahren davor eine Gewinnermentalität entwickelt hat. Das ist in meinen Augen das, was sich im Mittelkreis des Leverkusener Stadions nach Abpfiff abgespielt hat. Korrektur. Bitte? War nicht im Mittelkreis, aber es war ein Kreis. Ja. Es war ein Kreis auf dem Klugscheißer-Modus. Klugscheißer-Modus, ja. Sorry. Und zwar nämlich das, dass sich die Mannschaft direkt zusammen, die Köpfe zusammengesteckt hat und kurz nach Abpfiff mit noch heißen Köpfen und voll emotional sich direkt eingeschworen hat aufs nächste Spiel. Und wenn man da ganz genau hingeschaut, dann hat man gesehen, wer da das Wort ergriffen hat. Das war zum einen der Kapitän Waldemar Anton und das war zum anderen Serhou Guirassy. Und wir haben das ja schon an der einen oder anderen Stelle vorher thematisiert, dass Guirassy viele Chancen hat liegen lassen, teilweise vorbeigezogen, teilweise Radetzky auch mit starken Paraden. Und die Mentalität des VfB hat sich in dieser Szene deswegen gezeigt, weil das jetzt in dem Moment ein Rückschlag war, so spät noch den Ausgleich zu fangen von Bayer Leverkusen. Sich aber sofort zu sammeln und kämpferisch weiterzugehen und das auch so zu demonstrieren, das ist das, was so eine Mannschaft ausmacht. Ich gebe dir einen Quervergleich, Einzelsport, aber Tennis.
Was unterscheidet im Tennis Spitzenspieler von nicht so Spitzenspielern? Das ist dieses Stück weit Besessenheit, immer wieder gewinnen zu wollen. Wenn ein Novak Djokovic oder ein Roger Federer irgendein knappes Match gegen einen Spieler verloren haben, das kommt ja vor, die haben auch nicht jedes Match gewonnen. Aber wenn die so ein Spiel verlieren, dann sind die fast besessen davon, das beim nächsten Mal besser zu machen und werden gegen diesen Gegner vermutlich so schnell nicht wieder verlieren oder eben im nächsten Match, beim nächsten Turnier es versuchen, besser zu machen. Und diese Besessenheit im positiven Sinn hat der VfB demonstriert als Gesamtheit durch den Kreis, noch im Stadion, aber auch für mich Serhou Guirassy. Ich habe jetzt nicht die Lippen gelesen. Ich weiß nicht, was Serhou Guirassy gesagt hat, aber es wird definitiv in die Richtung gegangen sein. Jungs, dass wir heute nicht gewonnen haben, das habe ich verbockt, das habe ich. Ich hätte hier das Tor machen können, dann nehmen wir 3 Punkte, Nachspielzeit, Tor hin oder her. Und nächste Woche machen wir es besser. Nächste Woche haue ich die Dinger wieder rein, gegen die Bayern. Und glaubt mir, die Leverkusener, die merken uns für nächste Saison. Also wie auch immer das weitergeht, das ist das, was ich, ohne dass ich jetzt Lippen gelesen habe, direkt rausgenommen habe aus dieser Szene. Eine Mannschaft, die so einen schweren Rückschlag erleidet, die sich aufregt, die gefuchst ist über diesen Spielausgang am Ende, aber sich sofort vornimmt, weiter geht's. Und die Bayern tun mir jetzt schon leid, wenn der VfB es auch nur annähernd schafft, diesen Frust aus dem Leverkusen-Spiel in positive Energie umzumünzen, dann wird das was im nächsten Spiel, das garantiere ich dir. Wahres Anführertum hast du da gesehen. True Leadership, ja, von beiden genannten Personen. Und das schiebe ich noch gern hinterher. Sowas macht man nicht, wenn man mit einem Club oder einer Saison abgeschlossen hat. Zwinker, zwinker. Aber dazu wird wahrscheinlich in der Sommerpause noch oft genug kommen. Zu diesen Themen. Lass uns in die Werbung gehen. Lass uns dann so ein bisschen nochmal auf die Lage da oben gucken. Und dann schauen wir mal, was da noch so gehen kann in diesen 3 Spieltagen dieser Saison. Schauen wir mal, was wird. Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem Mein VfB WhatsApp-Kanal bleibst du immer auf Ballhöhe. Werde Teil der Community und erhalte Zugriff auf aktuelle News und Videos. Jetzt bei WhatsApp nach Mein VfB suchen und dem Kanal beitreten. So, da sind wir wieder. Und wie sich's eigentlich so ein bisschen für Podcast-Stadtfolgen zwischen den Spieltagen 28 und 34 gehört. Blicken wir noch mal ganz kurz auf das, was die Konkurrenz gemacht hat. Vor dem Spiel Leverkusen gegen den VfB trafen RB Leipzig und Borussia Dortmund aufeinander und es war zu erwarten, dass es dann so hoch ausgeht, hätte ich nicht gedacht, aber dass die Leipziger das Ding gewinnen, das war mir schon ein Stück weit klar. Die Bayern haben ihr Heimspiel gewonnen durch 2 Kane-Tore gegen Eintracht Frankfurt. Heißt, wenn man jetzt streng sein möchte, dann ist der VfB in diesem Kampf um die Champions League der Verlierer des Spieltags. Aber Gemach, Gemach, es sind nur noch 3 Spieltage. Der Rückstand auf die Bayern ist jetzt 5 Punkte. Der Vorsprung auf RB Leipzig beträgt nur noch 2 Punkte und das leicht schlechtere Torverhältnis. Aber, und das ist, glaube ich, das Elementare, der VfB hat am Samstag immer noch 1 Punkt auf Borussia Dortmund gut gemacht. Das sind jetzt 7 Punkte plus Torverhältnis bei noch 3 ausstehenden Spielen. Heißt, nach Adam Riese, wenn ich das richtig gerechnet habe, der VfB braucht noch 1 Sieg, um sicher vor Borussia Dortmund einzulaufen und auf dieses ganze Koeffizienten 5-Jahres-Ding Platz 5 Gedöns überhaupt nicht setzen zu müssen. Performance-Ranking, Christian. Ach ja, genau, dich. Ja. Hallo. Ich bin immer noch so ein bisschen 5-Jahres-Wertung geschädigt aus alten UEFA-Cup-Zeiten. Wir brauchen nicht drum rumreden. Der VfB Stuttgart spielt Champions League nächste Saison. Jetzt, Punkt. Ja, rechnerische Qualifikation, sichere Qualifikation, hin, her, dies, das, Ananas, ist mir egal. Ja, das wird so kommen. Ja, und ein bisschen schade finde ich's, nicht schon mit dem Sieg im Leverkusen quasi durch die Tür gegangen zu sein. Ja, weil der Rahmen natürlich gepasst hätte. Andererseits, einen besseren Rahmen als den Südgipfel gibt es eigentlich auch nicht. Ja. Bitte. Und das wäre ehrlich gesagt viel geiler ging es eigentlich gar nicht als, und das ist ja mittlerweile klar, wenn du die Bayern schlagen solltest, bist du in der Champions League. Das ist richtig und ich freue mich einfach jetzt auf dieses Spiel. Es wird, die Hütte wird voll sein, das Wetter wird gut sein, alle haben Bock und was das Stichwort Einstimmung und Mindset angeht, haben wir ja vor der Werbung schon drüber gesprochen, brauchen wir nichts mehr dazu sagen. Ja, also die Jungs werden heiß sein, die werden auch in der Lage sein, die beiden Ausfälle zu kompensieren und dann sieht man weiter. Ja. Schlussendlich
finde ich, ist es jetzt schon eigentlich an der Zeit, so ein bisschen nach vorne zu blicken, ja, sondern schon zu gucken, Orientierung auf diese Sommerpause und dann den Start im Mitte August ist es ja schon wieder, geht schon wieder weiter. Ja, also eigentlich kannst du dich jetzt schon voll drauf konzentrieren und das mit Blick auf die letzten 10 Jahre ist so ein tolles Gefühl. Da verstehe ich jeden Fan, der da in Hochstimmung ist, aber auch wir, die wir diesen Club schon so lange begleiten, Woche für Woche irgendwo hinfahren, ob Aue, Rostock, Berlin, Hamburg, sonst wohin, das ist einfach ein gutes Gefühl. Also mir tut das echt gut für meine mentale Gesundheit, also ganz ehrlich, weil auch als VfB-Reporter hast du ja ein Stück weit unter der Gesamtsituation immer gelitten, ja. Also das traf auf dich ja genauso zu. Wir haben oft auch drüber gesprochen, deine, sag ich mal, Gesamtverfassung ist schon ein Stück weit davon abhängig, wenn du diesen Job so intensiv, wie er ist, machst, schon so lange, wie wir das tun. Insofern, tolles Gefühl einfach gerade, ich genieße das, ja, und ich denke, dir geht's genauso. Mir geht's genauso und vor allem, das ist, glaube ich, das Wichtigste, euch da draußen geht's genauso. Ja, ja. Deswegen sage ich es gerne nochmal, nach all der Scheiße geht's auf die Reise. Und ich erwähne es auch gerne nochmal, weil, glaube ich, das doch noch wichtig ist. Wir haben auch lange über dieses 2-2 in Leverkusen gesprochen und dieses Unwohlsein nach diesem Spiel. Unterm Strich hat der VfB in dieser Saison gegen Bayer Leverkusen in 2 Spielen in der Bundesliga 2-mal unentschieden gespielt, nicht verloren, hat gegen Borussia Dortmund in 2 Spielen in der Bundesliga gewonnen, dazu übrigens auch noch im Pokal gegen Borussia Dortmund, hat gegen RB Leipzig einmal aufs Dach bekommen und zu Hause 5-2 gewonnen. Was er gegen die Bayern macht im Rückspiel, das werden wir am kommenden Wochenende erfahren. Das heißt, der VfB ist da oben nicht nur deswegen, weil er irgendwie gegen die Hinteren in der Tabelle konsequent gepunktet hat, sondern der VfB hat sich auch in den direkten Duellen mehr als bewiesen. Und auch wenn dieses späte 2-2 dann den einen oder anderen noch ärgert, denkt dran, das sind 2 Remis in der Liga gegen den deutschen Meister. Das können nicht viele von sich behaupten. Ich glaube, nur Borussia Dortmund hat das noch geschafft. Gibt's übrigens auch als Song jetzt schon, ne? Nach all der Scheiße geht's auf die Reise. Ich habe es am Wochenende mehrfach zugeschickt bekommen aus diversen WhatsApp-Gruppen. Hört sich an wie irgendeine Kneipenkombo, könnten die Backbee Boys sein und so. Ich weiß nicht, wer der Urheber ist, aber es wurde jetzt schon vertont. Ja, Von der Reise schwenken wir nochmal kurz auf die Scheiße. Besser. Ja, bitte. Nein, aber das Thema Vereinspolitik, ich sag's ja immer gerne offen, da mache ich keinen Hehl draus. Das ist was mir so Semi-Spaß bereitet, was aber eben einfach auch dazugehört. Und weil wir euch da draußen natürlich auf den Stand der Dinge bringen wollen, müssen wir auch das abräumen, was da passiert ist in dieser Woche. Und da hast du glücklicherweise, Philipp, uns News mitgebracht und kannst nicht nur mir, sondern auch unseren Hörern da draußen sagen, um was es sich da dreht. Schlussendlich war es ja so, dass am Montagabend um 0 Uhr am 29. die Bewerbungsfrist für das Amt im Präsidium abgelaufen ist, das vakant ist, seit Christian Riedmüller zurückgetreten ist. Ja, den Kontext kennt ihr, kennt auch die Fanproteste. Jetzt am Samstag beim Spiel gegen die Bayern wird es davor einen Protestmarsch geben von Cannstatt raus ans Stadion. Rücktritt Vogt, Riedmüller, Adrian wurde eins gefordert. Weiterhin wird natürlich Vogt, Adrian gefordert und so weiter. Das ist der Kontext, brauchen wir nicht einfach nochmal aufdröseln. Aber der Vereinsbeirat, der dafür zur Sorge tragen hat, dass die Gremien und so weiter, dass da alles läuft, der hat eben dieses Amt ausgeschrieben, man konnte sich bewerben. Das haben einige Menschen getan und 6 davon, die sind auch als ernstzunehmende Kandidaten sozusagen oder Bewerber später vielleicht dann zu nennen. Das sind zum einen Michael Reichel, den kennt ihr aus dieser Satzungsinitiative, die es da gab, vor der letzten MV, Martin Bitzer, der war schon mal Vereinsbeirat, ist dann zurückgetreten, Berti Suck kennt ihr auch, der war schon mal Aufsichtsrat, wurde dann rasiert, wenn man so möchte, und aus dem Amt transportiert. Dann gibt es den Jan Bühler und den Michael Heid. Auch Heid ist, glaube ich, schon mal rund um einen offiziellen Gremiumsposten irgendwie aufgetreten. Und dann gibt es doch Andreas Grupp, der
bei Aldi Süd arbeitet, dort einen verantwortungsvollen Posten hat, aber dessen Namen ja eine eindeutige Verlinkung zulässt, nämlich die nach Burlardingen zu der Krupp-Dynastie, die die Trigema-Textilfirma ja sozusagen besitzt, und da ist er auch irgendwie zuzuordnen, wenn auch über irgendwelche Freundschaftsbeziehungen. Aber es ist nicht so wichtig. Jedenfalls, das sind die sechs, die Bewerbung abgegeben haben, die formal korrekt waren, die rechtzeitig kamen, die vollständig waren, die satzungskonform sind. Also es müssen gewisse Bedingungen erfüllt werden. Beispielsweise braucht man eine Liste mit Unterschriften von mindestens 50 Unterstützern pro Bewerbung. So, und das wird jetzt alles irgendwie geprüft. Dann werden Assessment Center sozusagen durchgeführt, das heißt, es gibt Bewerbungsgespräche mit allen, und danach wählt der Vereinsbeirat aus diesen sechs aus, entweder, also sagt, wir nehmen 3 aus 6, 2 aus 6, 4 aus 6 oder alle. Die werden dann zur Wahl, die dürfen dann Wahlkampf machen, haben also dann eine Phase von ungefähr 8 Wochen bis zur Mitgliederversammlung, die ist angesetzt auf den 28. Juli. Schön mit Beginn der Sommerferien. Genau, wird aller Voraussicht nach in der Porsche Arena stattfinden. Man hat allerdings beide Venues geblockt, also sowohl Schleierhalle als auch Porsche Arena, und welches dann wird, wird sich zeigen. Und dann wird abgestimmt werden können von den Mitgliedern über dieses Präsidiums oder ja, Präsidiumsamt. Und ja, der, der dann die einfache Mehrheit hat, glaube ich, der, der ist dann drin, irgendwie, wenn ich es richtig weiß. Und andererseits muss man natürlich auch mit Blick auf diese Veranstaltung und die Fanproteste, ich habe es ja eingangs erwähnt, auch sehen, dass es da sicherlich auch Abwahlanträge geben wird, nämlich gegen Vogt oder Adrian. Ja, also das wird eine spannende Mitgliederversammlung, die wir dann in aller Ausführlichkeit besprechen, wenn es soweit ist. Das ist jetzt nur der Status quo. Ungefähr 15, 16 Bewerbungen gab es oder Namen, die auf einer Longlist irgendwie waren und dann halt doch nicht abgegeben haben oder die Voraussetzungen nicht erfüllt haben, und diese sechs, aus diesen sechs wird es dann schlussendlich final Kandidaten geben, die dann gewählt werden können. So, mehr gibt es dazu erstmal nicht zu sagen. Ich küsse deine Augen für diese Ausführungen und für euch da draußen gilt es natürlich wie immer, wir packen euch deinen Text, Philipp, in die Shownotes. Das heißt, alles, was du gerade wunderbar verbal referiert hast, das könnt ihr dann auch nochmal bei uns nachlesen. Also einfach, wenn ihr da weitergehende Informationen haben möchtet zu diesen Kandidaturen und zu den weiteren Verfahren, eben auch mit Blick auf die Mitgliederversammlung Ende Juli, dann guckt einfach in die Shownotes. Und wir spielen jetzt einen Jingle ab. NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften. Ist nicht das einzige Mal am vergangenen Wochenende passiert, dass der VfB mit 2-0 geführt hat und sich am Ende mit einem 2-2 begnügen musste. Es ist auch im Stadtderby in der Regionalliga passiert. VfB 2 bei den Kickers 2-2 nach 2-0 Führung. Da war einiges los auf der Waldau, Philipp. Ja, dank dem Stream konnte ich das mitverfolgen aus Köln. Da war ich schon in Köln und habe da im Hotelzimmer geguckt, zumindest ein Großteil. Ja, schade. Erstmal die guten Nachrichten. Henry Chase und Laurin Ulrich, die beide verletzt ausgewechselt werden mussten, haben nichts Strukturelles davon getragen, sind schon wieder im Training. Ja, und ansonsten ist es halt, ist so ein typisches Spiel einer Mannschaft, einer jungen Mannschaft, die der dann so diese Abgewichstheit Schrägstrich Erfahrung fehlt. Die Kickers, die kamen 60 Minuten lang wirklich auf dem Zahnfleisch daher, wurden hergespielt, ja. Und dann kriegen die auch durch ihre Fans und den Rahmen die zweite Luft, und der VfB war nicht in der Lage, da dagegen zu halten. Dann das Ganze getoppt noch durch die Performance in Anführungszeichen von Moussa Cissé, der jetzt auch gelernt haben dürfte, dass man erst aufs Feld läuft, wenn der Schiri drauflässt, ja, und vorher nicht. Dafür gab es die gelbe Karte. Dafür gab es die gelbe Karte, noch, ne? Bevor er eigentlich ins Spiel eingegriffen hat. Dann hat er ins Spiel eingegriffen, hat die nächste gelbe Karte gesehen. Also der war quasi noch gar nicht wirklich auf dem Feld, da war er schon wieder Richtung Dusche unterwegs. Ja. Und das ist halt dann in Summe für so eine junge Truppe nicht zu kompensieren gewesen. Und deswegen geht es 2-2 aus. Aber auch da die Lehren, die werden sicherlich gezogen werden. Dafür ist Markus Fiedler bekannt. Dafür sind seine Jungs auch bekannt. Die haben das schon mehrfach geschafft in dieser Saison. Und schlussendlich auch durch das Unentschieden der Hoffenheimer bei Schott Mainz, gegen Schott Mainz hat sich halt gar nichts geändert. Also die Tabellenkonstellation ist unverändert.
Das ist eigentlich am besten für die Kickers nach dem Wochenende. Das ist am besten, ne? Für die Kickers, ja, aber also was ich grundsätzlich, es bleibt halt spannend. Also es wird wirklich von meiner Seite aus mit mehr als nur einem Auge da drauf geguckt werden auf die letzten Regionalliga-Spiele, die da anstehen, denn das wird spannend bleiben bis zum letzten Spieltag. Ich prophezeie, dass du in den letzten Spieltag reingehst und es ist noch einiges möglich. Denke ich auch. Und ja, klar, mit dem Sieg für den VfB wäre jetzt wirklich mehr als nur mittendrin in diesem Aufstiegsrennen. Jetzt ist es so, du hast angesprochen, genau wie in der Vorwoche, das heißt der VfB 2 weiterhin 4 Punkte Rückstand auf die Kickers, 2 Punkte Rückstand auf Hoffenheim 2. Am letzten Spieltag gastiert Hoffenheim 2 beim VfB 2, also da wird noch einiges passieren. Die Kickers präsentieren sich gerade in keiner guten Form, die Hoffenheimer auch nicht. Es ist gerade so ein bisschen Schneckenrennen. Die haben das rein über die Birne gewonnen. Das war eine reine Mentalitätsnummer hinten raus. Die haben einfach, du hast wirklich gemerkt, okay, die Fans... Es waren 2, 3 Situationen, Ballgewinne im Mittelfeld, der Campagna kam rein, Luigi heißt er, glaube ich, für Kickers. Und das ist genau so ein Spieler für so eine Situation, der kommt rein, hat erstmal nur geguckt, wen kann ich hier umtreten, wo kann ich eklig sein, wie kann ich mir jetzt hier schnellstmöglich eine gelbe Karte abholen. Hat er, glaube ich, auch geschafft nach 5 Minuten oder so. Aber das war genau das, diese Galligkeit, die der gebracht hat, die du gebraucht hast, also aus Sicht Blau jetzt, um in dieses Spiel zurückzukommen. Dann fällt das Tor, dann sind die 9.550, keine Ahnung, davon lass mal 8.000 sein, die für Blau waren ungefähr, dann sind die Leute da und dann geht halt plötzlich noch was. Und nur so haben die das gebogen. Fußballerische Klasse, selbst, ich würde sogar sagen, nicht mal die konditionelle Konstitution hat ihnen geholfen, die hatten eigentlich keine Körner mehr, die waren richtig durch, aber dann haben halt 2, 3 Situationen gereicht und sind plötzlich bist du wieder bei der Musik. Weiter geht's für den VfB 2 am kommenden Sonntag, 14 Uhr zu Hause gegen den VfR Aalen und auch das werden wir natürlich für euch beobachten, genauso wie den ganzen Aufstiegskampf in der Regionalliga, das ist echt noch eine spannende Nummer und ja, auch da wird in den nächsten Wochen noch einiges geboten sein. Die U19 ihres Zeichens ist nicht nur in der vergangenen Woche erst ins Pokalfinale eingezogen, nach dem Erfolg beim 1. FC Heidenheim, sondern hat dann auch in der Liga direkt nachgelegt. 4-0 gegen den TSV 1860 München. Da läuft es gerade richtig gut beim Team von Nico Willig. Da läuft es richtig gut. Jetzt das Topspiel gegen Hoffenheim. Die sind natürlich schon durch. Die werden Meister werden. Da geht es eigentlich nicht mehr um viel. Aber aus Sicht des Willig-Teams zumindest darum, sich in den guten Rhythmus zu halten für das U19-Pokalfinale gegen Ulm am Vatertag, 9. Mai, 16:30 im Stadion des SC Geislingen. Wer also Bock hat, die machen U15, U17 und U19-Pokalfinale an einem Tag in einem Stadion, morgens 10.30 Uhr, dann mittags, glaube ich, um 12 oder um 13.30 Uhr und um 16.30 Uhr sind die Spiele. Kann man sich gepflegt anschauen, wenn man nichts Besseres zu tun hat, auf jeden Fall. Und auch sonst ist zumindest das U19-Endspiel gegen die Spatzen ein Besuch in Geislingen wert, würde ich sagen. Definitiv. Ein Besuch wert für die U17 war am vergangenen Wochenende übrigens der Campus des FC Bayern in München. Denn die U17 hat 4-1 bei den Bayern gewonnen und das war der letzte Spieltag in der Runde, ne? Das war der letzte Spieltag in der Runde. Das war eine Statement-Runde. Alles in allem, auch wenn es nicht für die ganz großen Weihen gereicht hat, aber wenn du auf dem Bayern-Campus so abschließt, dann kannst du dir schon mal auf die Schulter klopfen. Das haben sie gut gemacht, die Jungs von dem neuen Trainer Jungwirt und da sind 2, 3, 4 dabei, deren Namen man mal getrost sich merken darf. Ja, Matthäus Zikas und Tuncay Donay, über die haben wir öfters gesprochen. Aber da kommen noch 2, 3 andere Namen demnächst in Frage und dann wahrscheinlich bei Nico Willig und dann höchstwahrscheinlich auch im Kontext European Youth League. Denn das werden die Schwaben natürlich spielen, so sich die erste Mannschaft wie erwartet für die Champions League qualifizieren soll. 4-1 auswärts beim FC Bayern am letzten Spieltag. Taifun Korkut, gefällt das? Und ja. Wir hören jetzt, was die Frauen am vergangenen Wochenende gemacht haben. Bitteschön. VfB-Frauen, die Highlights aus der Hafenbahnstraße. Präsentiert vom Brustring-Frauen-Podcast. Am vergangenen Sonntag ging es für die VfB-Frauen ins schöne Hegau zum dortigen Hegauer FV Engen-Welschingen-Binningen e.V.
Bei bestem Wetter erwischten die Brustringträgerinnen einen schwungvollen Start und gingen folgerichtig nach 11 Minuten durch Jill Castor in Führung. In der Folge flachte das Spiel dann etwas ab und bis auf eine Chance von Mandy Islacker in der 27. Minute, die sie aber nicht verwerten konnte, ging dann auf beiden Seiten nicht viel. Kurz nach Wiederanpfiff glichen die Hegauerinnen in der 54. Minute zunächst mit einem stark herausgespielten Tor aus. Mandy Islacker stellte in der 58. Minute den Ein-Tore-Vorsprung wieder her, bevor Jana Bäuschlein in der 63. Minute ohne lang zu fackeln auf 3:1 erhöhte. Selbige scheiterte in der 72. Minute bei einem Elfmeter an der starken Torspielerin der Hegauerinnen, bevor Sophie Geiring in der 88. Spielminute mit dem 4:1 den Deckel auf das Spiel machte. Obwohl am Ende deutlich war es bis zuletzt ein umkämpftes Spiel gegen einen guten Gegner. In dieser Woche kam dann auch die bittere Diagnose für die Mittelfeldstrategin Chiara Marciniak, die sich beim Heimspiel gegen den TSV Neckarau das Außenband im Sprunggelenk gerissen hat und für längere Zeit ausfällt. Positiv zu vermelden ist, dass der Hauptsponsor Allianz um ein Jahr verlängert hat. Außerdem kann auch ein genialer Neuzugang vermeldet werden: mit Chiara Beck stößt ab dem Sommer eines der Torspielerinnen-Talente des DFB zu den Frauen im Brustring-Trikot. Wichtige Info noch für alle, die das Pokalfinale der Frauen 1 und der U17 am 9. Mai verfolgen wollen. Diese finden zusammen im Stadion des VfL Waiblingen statt. Während die U17 in der ersten Partie von 13.30 Uhr an um den Pokal gegen den SV Eutingen aus der Oberliga spielt, treffen die VfB-Frauen im Anschluss um 16 Uhr auf den SV Hegnach. Ihr wisst ja, Freitag ab 1 macht jeder seins. Aber bevor ihr ins Wochenende geht, müsst ihr noch eine Sache erledigen. Eure Mails checken und den MeinVfB-Newsletter lesen. Da steht alles drin, was ihr braucht, um rund um die Weiß-Roten mitdiskutieren zu können. Jetzt sofort abonnieren unter meinvfb.de. Der Südschlager, Samstag, 15:30 Uhr, VfB Stuttgart gegen den FC Bayern München. Ausverkauftes Haus in der Mercedesstraße in Bad Cannstatt. Und übrigens für alle die, die kein Ticket bekommen haben für die Partie am Samstag, sage ich direkt vorweg, das Spiel gibt's auch im Free-TV zu sehen, nämlich bei Sat1. Die haben sich die Übertragungsrechte gesichert durch eine Kooperation. Das heißt, wenn man am Samstag irgendwie vielleicht beim Grillen dann doch daheim geblieben ist und man hat kein Ticket fürs Stadion, interessiert sich aber trotzdem dafür, was der VfB gegen die Bayern macht, dann wisst ihr, dass es das jetzt auch im Free-TV zu sehen gibt. Philipp Meisel. Bitte. Wie blickst du auf dieses Spiel am Samstag? Als Erste, was mir in den Sinn kommt, sind Samstagnachmittage im Hof beim Autoputzen SWR1 Stadion durchs Autoradio und ich helfe meinem Vater irgendwie den Benz zu Wiener. Ja, das sind so die typischen Südgipfel-Erinnerungen aus der Kindheit irgendwie, die ich habe. Ne, wenn wir nicht selbst vor Ort waren, dann war das meistens das Kontrastprogramm. Ne. Meins ist, der kleine Christian sitzt vor dem Fernseher, hat den Premiere-Kanal drin, wo 90 Minuten nur Schneeregen zu sehen ist, ja, und Fritz von Turn und Taxis das 1-0 von Krasimir Balakow, ja, kommentiert. Das ist so meine Erinnerung. Ja, ich habe mir 90 Minuten dieses Zerrbild bei Premiere reingezogen. Sagt vielleicht einiges über mich aus. Da kennt er nichts, der Christian, da kennt er nichts. Ich freue mich, habe es ja vorher schon gesagt, freue mich sehr auf diese Partie, weil es endlich mal wieder eine ist, die ihrem Namen gerecht zu werden droht, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Ja, also das ist wieder ein richtiger Südgipfel. Zweiter gegen Dritter. Es geht noch um richtig viel. Volle Hütte, bestes Wetter. Das kann eigentlich nur ein Leckerbissen werden, wenn Felix Zweier nicht pfeift. Insofern, ja. Und eine Rechnung, die der VfB offen hat, denn das ist vielleicht eine der wirklich großen Enttäuschungen in dieser Saison gewesen, dieses Hinspiel bei den Bayern, was der VfB mit 3:0 verloren hat, direkt in der zweiten Minute in Rückstand gelegen ist und vielleicht das einzige Mal, wo Sebastian Hoeneß auch ein Stück weit ausgecoacht wurde von Thomas Tuchel, weil Thomas Tuchel mit den Bayern einfach einen auf 1. FC Heidenheim gemacht hat, dem VfB den Ball überlassen hat, selbst ein frühes Tor geschossen und dann im eigenen Stadion gekontert hat. Und ich bin mir sicher, auch das hat sich Sebastian Hoeneß gemerkt und will das am Samstag besser machen. Ja, wobei ich da, du hast ja eigentlich schon selbst eingeschränkt, weil Bayern auf Heidenheim gemacht hat. Insofern würde ich sagen, es war nicht das einzige Spiel, an dem Sebastian Hoeneß
gegnerischen Trainer hatte, der ihm auf Augenhöhe begegnet ist, was das Taktische angeht. Ja. Das war auch anderswo hier und da mal so. Aber in diesem Spiel, und da hast du recht, hat sich's halt brutal gezeigt von der ersten bis zur letzten Minute. Ja. Insofern, Revanche-Gelüste mag's geben. Ich glaube aber, dass die nicht bei Menschen zu finden sind, die da am Samstag irgendwie in Charge sind und das VfB-Wappen auf der Brust haben, denn die machen sich eigentlich frei von sowas, ja. Also von Revanche-Gelüsten jetzt. Natürlich wissen die um diese Bedeutung und die haben Bock auf dieses Spiel, haben sich darauf eingeschworen, haben diese Woche gut trainiert. Das ist immer ein gutes Zeichen, wenn die Trainingseinheiten, die man sehen kann, und da nicht nur Chubi-Chubi Ball hochhalten und Autogramme schreiben gemacht wird, sondern wenn es da richtig funkt, und das hat's. Ja, also ich war persönlich unten, hab's mir angeschaut, 90 Minuten statt der üblichen 60 zum Wochenauftakt, richtig Dampf drin, richtig viele Tore, hohe Intensität, das hat nicht den Eindruck erweckt einfach, dass da eine Mannschaft jetzt schon Richtung Sommerpause austrudelt, und genau darum geht's. Nämlich nicht austrudeln ist die Devise für die nächsten Aufgaben, die drei, die noch anstehen, um die Ziele zu erreichen, die man erreichen möchte. Und ich würde tatsächlich auch nicht auf Rachegelüste vielleicht gehen, aber auf das, was ich im Leverkusen-Part gesagt habe, diese positive Besessenheit, die dieses Team sich erarbeitet und angeeignet hat. Man ist in der Bundesliga, wenn es gegen die Bayern geht, sowieso bis in die Haarspitzen motiviert. Aber ich glaube, beim VfB gibt es eben mehrere Gründe, dass man es noch mehr, dass das alles potenziert. Da ist dieses Spiel in Leverkusen, was vielleicht noch ein bisschen was freisetzt. Da ist das Hinspiel, was möglicherweise ein bisschen was freisetzt. Da ist die tabellarische Situation, die was freisetzt. Da ist die Atmosphäre, die im Stadion herrschen wird, die was freisetzt. Ich glaube, wenn du als VfB-Profi keinen Bock auf dieses Spiel hast, dann hast du irgendwas nicht richtig gemacht. Das wird richtig geil. Das wird auch atmosphärisch richtig gut. Was es zu erwähnen gilt aus VfB-Sicht ist, dass es zwei Gelbsperren geben wird, die nicht unbedeutend sind, wie ich finde. Maximilian Mittelstädt und Enzo Mio werden fehlen. Ich hoffe, dass vor allem der Ausfall von Maximilian Mittelstädt kompensiert wird und dass dementsprechend auch die rechte Seite der Bayern möglicherweise dennoch vor Aufgaben gestellt wird und es ihnen nicht so leicht gemacht werden wird. Bei Enzo Mio bin ich ehrlich, den hätte ich gegen die Bayern sowieso nicht in der Startelf gesehen, aus rein taktischen Gründen. Ist jetzt aber alles hypothetisch. Für Sebastian Hoeneß wird es darauf ankommen, die beiden Spieler zu kompensieren. Und auf Bayern-Seite ist es so, dass diese Partie halt voll im Real-Sandwich liegt. Ja? Also die Bayern spielen Champions League in München gegen Real. Sie spielen Champions League im Bernabeu gegen Real. Die Bayern haben in der Tabelle die Meisterschaft verloren. Sie haben 5 Punkte Vorsprung auf den VfB. Ich will nicht sagen, dass den Bayern dieses Spiel egal ist, aber dass es jetzt die allerhöchste Priorität genießt in diesen Wochen beim FC Bayern, das ist, glaube ich, auch nicht so. Und das ist ja aber auch nur irgendwie ein Stück weit menschlich. Insoweit, ich glaube, dass die Terminierung aus VfB-Sicht durchaus schlechter hätte sein können. Und ich bin gespannt, wie auch die Bayern dann ihre Startelf aussehen lassen, eben in diesem Real-Sandwich, das sie da haben, und wer da auf dem Platz stehen wird und wer nicht. Ich sag mal vorweg, mein Player to watch hat möglicherweise Rotationsaspekte drin. Vor meinem inneren Auge tanzt jetzt schon seit geraumer Zeit ein saftiger, frisch belegter Bocadillo, ja, mit Pata Negra Schinken, frischer Butter, weißer Tomate. Sandwich, ich krieg den Sandwich nicht mehr aus dem Kopf. Ja, aber ich glaube, das ist nicht gut, wenn es den VfB-Spielern und Akteuren genauso gehen würde, weil ich glaube, eine Mannschaft von einem Rang und vor allem einer Kadertiefe, wie es Bayern München hat, da würde ich das Thema nicht so hoch hängen. Auch wenn ich grundsätzlich deiner Meinung folgen kann, dass sie sicherlich eine andere Prioritätensetzung haben in diesen Tagen, dennoch sind die halt in der Lage, auch solche Spiele entsprechend zu behandeln und anzugehen. Insofern würde ich mir darauf überhaupt nichts ausrechnen, ja, aus dieser Nummer, sondern einfach versuchen, auf mich zu gucken, bei mir zu bleiben. Was kann ich, wo kann ich ansetzen, wie kann ich ihnen wehtun? Was kann ich hier aufs Parkett bringen, um 3 Punkte zu Hause zu behalten? Und das sind eben nun mal die Fans, das ist die Atmosphäre, das ist der Schub, der von den Tribünen kommt, aber eben auch
eine Mannschaft mit dem nachweislich gefährlichsten Angriffsduo Europas. Insofern einfach auf sich selber gucken, anstatt zu sehr mit den Bayern und ihrer Situation umzugehen im Vorfeld. Das ist, glaube ich, die richtige Herangehensweise. Und weißt du, was bei mir drin sich so ein bisschen abspielt mit Blick auf diese Partie? Vielleicht geht es auch dem einen oder anderen Fan draußen so. In den letzten Jahren und vor allem auch in den Jahren, in denen wir diesen Podcast aufnehmen, war es immer so, wenn es dann zu Heimspiel gegen die Bayern kam, hast du immer latent dieses Gefühl gehabt, oh, muss das sein? Hoffentlich wird es nicht zu hoch. Lass es eigentlich irgendwie rumgehen, dieses Spiel. Jetzt, in dieser Saison, ist es zum ersten Mal bei mir, seit der Meistersaison 2007, so, dass ich ein Heimspiel des VfB gegen die Bayern erwarte mit dem Mindset, kommt bloß her. Kommt her, wir kicken. Yeah. Wir zeigen euch, wie man Fußball spielt. Wer sich daran erinnert, in der Meistersaison war es so, da gab es auch ungefähr zu dieser Zeit, vielleicht ein paar Spieltage früher war es, gab es ein easy 2-0, zwei Tore Kakao gegen die Bayern. Und auch da war im Stadion diese ganze Atmosphäre, wir haben uns hier was erarbeitet, wir sind zu Hause in der Macht. Es ist uns eigentlich völlig egal, wer da kommt, ob da Mainz oder die Bayern kommen, ist völlig wurscht. Herzlich willkommen in Stuttgart und wir zeigen euch jetzt, wie wir kicken in diesem Jahr. Und dieses Gefühl habe ich wieder. Ich habe schon lange nicht mehr, das muss nicht heißen, dass das Ergebnis ein anderes wird als in den vergangenen Jahren, aber ich habe vom Grundgefühl her gar keine Ehrfurcht vor dem Gegner, der da jetzt kommt. Respekt, klar, Respekt musst immer du vor jedem Respekt, Gegner haben, aber keine Ehrfurcht, keine Angst. Ich gucke auf den Spielplan und sag mir, die Bayern, ja, okay, die Bayern, dann spielen wir halt gegen die Bayern. Lass uns mal hören, was Felix so zum Spiel mitgebracht hat, bitte. Der Mein VfB-Gegner-Check. Unser Blick in die Datenbank. VfB-FCB ist ein rekordhaftes Duell. Es war das 110. Aufeinandertreffen in der höchsten deutschen Spielklasse. Nur zwei Paarungen gab es in der Historie noch öfter. Den alleinigen Rekord hält es aber den Zuschauerzahlen. Über 6 Millionen Fans kamen bisher zu den Begegnungen. Insgesamt gab es bisher 66 Heimspiele gegen die Bayern, 18 Mal VfB, 10 Mal Remis, 38 Pleiten. Den letzten Heimsieg konnten die Schwaben im Jahr 2007 feiern. Seither gab es 16 sieglose Spiele, 2 Remis, 14 Pleiten. Die beiden Teams sind tatsächlich nach 31 Spieltagen Tabellennachbarn. Platz 3 gegen Platz 2, 64 zu 69 Punkte. Heimtabelle Platz 3 gegen Auswärtstabelle Platz 3. In der Rückrundentabelle sind die Schwaben favorisiert. Platz 2 gegen Platz 5, ewige Tabelle Platz 4 gegen Platz 1. Die Bayern haben weiterhin den wertvollsten Kader der Liga, der VfB auf Platz 5. Hier gibt es mal wieder ein paar Action. Spieler. Beim FC Bayern Sven Ulreich, Joshua Kimmich und Serge Gnabry. Beim VfB Alexander Nübel, Angelo Stiller und Wu Yong-Yong. Auf Spielerebene gibt es noch ein Duell. Guirassy und Undav stehen bisher zusammen bei 43 Toren. Kane und Musiala bei 45. Der 95-Millionen-Mann steht bei 35 Toren in 31 Spielen. Guirassy traf so oft, wie er spielte, 25 Mal in der Bundesliga. Die Bayern haben die meisten Tore erzielt, 89. Die Stuttgarter stehen auf Platz 4, 70 Treffer. Ist das Duell der besten Chancenverwertung? Der VfB nutzt 11,6% seiner Torschüsse, der FCB 11,4%. Beide Teams haben bisher gleich wenig Gegentore kassiert, 38. Geteilter drittletzter Platz in der Liga. Ab in die Bundesliga-Vergleiche zum nächsten Topspiel. Zuerst der VfB, dann die Bayern. Passquote Platz 3 gegen Platz 1. Ballbesitz ebenfalls 3 gegen 1. Auch die insgesamt gewonnenen Zweikämpfe sind auf Augenhöhe. Platz 5 gegen Platz 4, niedriger in der Tabelle bei den Kopfballduellen, Platz 14 gegen 16. Es könnte wieder ein faires Spiel werden, was die Karten angeht, Platz 16 gegen 18, Faust am Gegner 15 gegen 17. In der Laufdistanz ist der Tabellendritte deutlich stärker, Platz 10 gegen Platz 18, so auch bei den intensiven Läufen, 11 gegen 18, Sprints wieder auf Augenhöhe, Platz 11 gegen 12. Und damit nicht genug, im Verlauf der Woche kann der VfB die Qualifikation für die Champions League entweder schon auf dem Sofa oder eben am Samstag auf dem Rasen offiziell machen. Vielen Dank, Felix, mit Zahlen, Daten, Fakten zum, Achtung, damit ich das auch mal gesagt habe, Krösus der Bundesliga. Womit wir bei den Spielern wären. 288 Folgen drauf gewartet. Total, ja.
Krösus. Das habe ich in Latein gelernt. Ja. Womit wir bei den Spielern werden, auf diesen Augenmerk zu richten gilt. Und wir haben uns zwei Spieler rausgesucht, die man, wenn man die vergangenen VfB-Spiele gegen die Bayern gesehen hat, durchaus auf dem Schirm haben kann, sollte. Und einen ganz besonders, ich weiß nicht, Philipp, mit wem fangen wir an? Die mit dir, mit mir? Mach doch mal. Ich mach mal. Mach mal. Also, ich glaube, du hast vor allem jemanden, an den man sich schmerzlich erinnert, wenn man an dieses Rückspiel, an das Hinspiel in München denkt. Richtig, ne? Und noch dazu jemand, der fast so heißt wie du. Der Kollege heißt Alexander Pavlovic, ist ein junger Kerl, der sich anschickt, beim FC Bayern München das Mittelfeld komplett zu übernehmen, zu managen. Und aber eben auch ein junger Herr, der, so wie ich das bisher einschätze, noch zumindest größer gemacht hat, als er ist. Und der von einem anderen jungen Herrn an diesem Samstag gezeigt werden bekommt. Das ist, glaube ich, keine gute Satzstellung. Aber ich fand es bisher okay. Ich hatte keine Bedenken. Ja, wie das denn so läuft in so einem Mittelfeld von einem Bundesligisten. Und der Mann heißt Angelo Stiller. Ja, ich bin sehr gespannt auf dieses Duell, so es denn wirklich stattfinden wird, wenn beide spielen. VfB-Seite kann man davon ausgehen. Denn es sind nachweislich außerordentliche Fußballer, das haben sie jetzt schon bewiesen, und beide in der Lage, einfach ein Spiel zu diktieren, zu leiten, Richtung zu geben. Und das ist, finde ich, immer hochspannend, weil da die ganz Großen einfach kicken. Ja, es ist so, das wird sich auch nicht ändern. Ja, also in zentralen Mittelfeldbereichen, egal ob jetzt ein bisschen offensiver oder ein bisschen defensiver verortet, da sind die richtig Guten unterwegs, ist historisch schon immer so gewesen und wird sich wahrscheinlich auch nie ändern. Und deswegen schaue ich da besonders drauf und freue mich auf das Duell und bin gespannt, ob Herr Pavlovic in der Lage ist, wirklich mitzuhalten auf dem ganz hohen Niveau. Alexander Pavlovic hat halt dem Hinspiel seinen Stempel aufgedrückt, weil, ich habe es eingangs erwähnt, die Bayern wie Heidenheim gespielt haben und sehr auf Standards gesetzt haben. Standards, ja, auf die der VfB nicht vorbereitet war, die er schlecht verteidigt hat in München. Und, surprise. Ja. So, und wenn es etwas gibt, worauf du dann eben achten musst, sollte eben Pavlovic auf dem Platz stehen, dann ist es Standards vermeiden. Das gilt für jedes Spiel, aber gerade und ausgerechnet gegen die Bayern würde ich ungern Standard-Gegentore fressen wollen. Das hat mich am meisten geärgert im Hinspiel. Wenn die dich wenigstens herspielen und du verlierst 3-0, okay, aber durch Standardtore dann nach Hause geschickt zu werden, gegen die Bayern, das mag ich nicht. Deswegen, da gilt es auf jeden Fall drauf aufzupassen. Du hast recht, ich sehe das genauso. Pavlovic absolut talentiert, ist aber in dem Hinspiel in München genau reingekommen in diese super Formdelle von Goretzka und Kimmich, die absolut am Boden waren, die in der Nationalmannschaft Rückschläge hatten. Und da ist er schön reingestochen. Thomas Tuchel hat ihn aufgestellt, der hat gegen den VfB das vielleicht beste Spiel in dieser Saison gemacht. Und trotzdem kocht auch er nur mit Wasser und das ist jemand, der bei allem Respekt, du hast es vorher angesprochen, den Angelo Stiller und Atakan Karasor im Griff haben können, wenn sie eine Top-Leistung bringen. Mit was kocht denn Sven Ulreich? So. Er hatte, als Philipp Meisel gesehen hat, wen ich da aufgeschrieben habe, hat er sich gefragt, was? Ich habe Sven Ulreich stehen. Ja? Warum, Christian? Weil ich, sag's mir, sag's uns. Wir wollen es alle wissen. Ich kann mir vorstellen, das hat Thomas Tuchel schon in der einen oder anderen Situation in diesem Jahr gemacht, dass er Manuel Neuer schlicht und ergreifend für das Rückspiel in Madrid schonen wird. Es muss nicht sein, es kann sein, dass Manuel Neuer auch in Stuttgart auf dem Platz stehen wird, aber es ist wirklich schon passiert, dass dann Neuer in der Bundesliga rausrotiert und Sven Ulreich spielt. Ich kann mir vorstellen, dass es auch am Samstag so kommen wird und das gilt natürlich, also wenn Manuel Neuer im Tor steht, dann steht halt Manuel Neuer im Tor. Alles, was ich jetzt sage, ist Bullshit. Dann streicht das, hat nie stattgefunden. Schnitt. Wenn er aber spielt, dann wissen wir alle, dass Sven Ulreich ausgerechnet gegen den VfB immer besonders motiviert ist. Ich erinnere mich an ein Spiel, als es mal gegen die Bayern in der Nachspielzeit einen Elfer gab und Shadrach Akolo einen erweiterten Rückpass auf Sven Ulreich gespielt hat, der von der Cannstatter Kurve, vor der er davor 90 Minuten lang ausgepfiffen wurde, den Elfmeter gehalten hat und so zum Matchwinner wurde. Richtig. War ein unschöner Abend, weil ich die Pfiffe nicht verstanden habe. Dahingehend als, lass doch den Ulreich da im Tor stehen. Konzentrier dich auf dein Team, feuer dein Team an. Und dass es da diese Reaktion gab, kulminierte dann diesen gehaltenen Elfmeter, wo er dann als moralischer Sieger aus dem Spiel rausgegangen ist. Deswegen würde ich auch jetzt appellieren, sollte Sven Ulreich spielen, lasst die Pfiffe, ignoriert den einfach. Konzentriert euch auf den VfB, feuert den an. Und wenn die VfB-Offensive das zeigt, was sie zeigen kann,
dann wird Sven Ulreich das eine oder andere Mal am Samstag hinter sich greifen müssen. Wie gesagt, das ist so mein Tipp. Ich glaube, fühle, dass Thomas Tuchel da ein bisschen wild rotieren wird und kann mir durchaus vorstellen, dass er Ulreich bei seinem Ex-Club aufstellt. Wenn nicht, steht halt Manuel Neuer im Tor und der wird dann genauso oft hinter sich greifen. Womit wir bei den Tipps wären. Oh ja. Tja, Christian. Diesmal ich bin dir gefährlich nahe auf die Fälle gerückt. Sehr gut, ja, sehr gut. Hast natürlich raus, unentschieden der Meister getippt. Kommt immer hinten raus. Das ist schon immer so gewesen. Ja. Ja. Muss man sich damit auseinandersetzen. Obwohl, das darf ich an der Stelle sagen, als der späte Ausgleich gefallen ist und ja, du hast in der vergangenen Woche unentschieden zwischen Leverkusen und Stuttgart getippt, du hast dich schon schmutzig gefühlt, das hast du mir ja, das gestanden. Ist richtig, das habe ich sehr, das habe ich tatsächlich, diese Situation zwischen natürlich irgendwo dem Ärger, denn die Mannschaft hat den Sieg verdient gehabt, ja, und alles andere haben wir vorher schon besprochen und der Freude darüber, dass ich jetzt auf dich aufholen konnte, die war natürlich sofort da. Sagt und grinst. Sagt und grinst und tippt ein 1:1, Christian. 1:1 tippt Philipp Meisel. Ich hoffe, dass es ähnlich laufen wird wie im Heimspiel der Heidenheimer gegen die Bayern, die auch, glaube ich, in einem Champions League Sandwich die Bayern empfangen haben und mit 3:2 gewonnen haben. Es muss in meinen Augen kein 2:0 Rückstand sein, aber ich würde tippen auf ein 3:2 des VfB gegen die Bayern. Bam, das machen sie. Jo, dann haben wir jetzt hier den Sicherheitstipp gegen den mutigen. Finde ich gut. Du und, aufgrund von irgendwelchen läppischen Unentschieden mich am Ende noch überholst, dann freu dich halt drüber, ja? Ja, es geht schlussendlich ums Gewinnen, Christian, ja, egal wie. Aber also ich, wenn natürlich deiner durchkommt, ist das Spiel entschieden. Ja, da braucht man auch nicht drum reden, dann hole ich das nicht mehr auf in den letzten beiden Spieltagen. 88.000 waren es, die, als ich gestern Abend in unseren WhatsApp-Kanal geschaut haben, dem beigetreten sind und die News von uns folgen. Vielen Dank dafür. Es ist unglaublich. Wir bewegen uns gefährlich nah Richtung Camp Nou und zumindest das, was dann irgendwann auch umgebaut sein wird. Momentan spielen sie in einem Ausweichstadion in Barcelona. Bockstark, vielen, vielen Dank dafür. Auch für all eure Herzchen, Krokodile und Stinkefinger, die ihr uns da zukommen lasst. Wir freuen uns, dass wir euch da weiter beliefern können mit Content. Sind es weiterhin deine Lieblings-Emojis? Ich bleib bei Fritzle, bei CL-Zeichen und bei Mr. Hanky, dem kleinen Puphaufen, den finde ich einfach auch gut. Ja. So, genau so könnt ihr uns auch weiterfolgen auf allen anderen Kanälen. Gilt wie immer Facebook, X, Instagram, @meinVfB. Ansonsten auch wie immer sonstiges Feedback gerne per E-Mail an info@meinVfB.de. Gebt uns Sternchen, gebt uns Glocken, gebt uns was weiß ich, was man alles noch so geben kann in diesen neuen Medien und seid einfach weiterhin dabei, wenn der VfB nach all der Scheiße auf die Reise geht und am Samstag das nächste Top-Team empfängt. Es waren noch Zeiten früher, als man angestupst werden konnte, ja, Christian? Oh, und gegruschelt wurde. Leute, ihr seht schon, ja, nach Müd kommt blöd, wir machen Schluss für heute. Bis nächste Woche, viel Spaß am Samstag, wo auch immer ihr seid, ob im Stadion oder irgendwo sonst. Und wir quatschen nächste Woche über dieses Spiel und ob es dann wirklich der Südgipfel war, den wir uns alle erhofft und erwartet haben. Das letzte Wort in dieser Folge hat der Man of the Match aus Leverkusen, VfB-Keeper Alexander Nübel. Bis nächste Woche. Ich glaube, Hinspiel war nicht optimal von uns. Deswegen sind wir motiviert. Zu Hause sind wir sowieso brutal stark. Und wir haben Selbstvertrauen. Das müssen wir mitnehmen. Trainieren jetzt eine gute Woche, geben Vollgas und dann wird es ein mega geiles Spiel. Ich freue mich extrem drauf. Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.